Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Mountain Hill mit den Hirschen der Community. Wir sind mit dem Feld 1, ja, mit Wänden auf jeden Fall durch. Micha und Mario kommen hier gerade hinterher mit dem Schwaner der Presse, das ist auch. Der Markus fährt gerade ab. Und ansonsten sind noch Benjamin, Bernie, Jockel und Tom mit auf der Karte. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Servus. Servus. So, hier läuft das alles wunderbar. Schön in Bahnen. Hier strengt man sich an. Das sieht gut aus. Das sind wie außer Traktorwerbung, ne? Übrigens, das ist cool, wie der hier zusammenklappt, ne? Habt ihr das mal gemacht, liebe Zuschauer, den Pöttinger Schwader mal genau angeguckt, wie viel Animationen der hat, auch mit diesem Hoch- und Runterfahren, den Seitenklappen. Schon cool. Fällt mir das Gerät. Ja, und da unten, ich höre da nur Ballen liegen quer auf den Bahnen. Es ist das pure Chaos. Ne, das können wir schon so sagen, oder? Nee, definitiv nicht. Nee, nee. Das war ein einziger. Sind die Profis am Werk. Die Profis am Werk, ja. Na gut. Da wird ordnungsgemäß nach oben und unter gefahren und jetzt so wie der Opa damals, so Schlenke und so. Wie der Opa damals, ja, der war aber auch immer komplett besoffen auf dem Traktor. Ach so. Aber. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wie mache ich das denn jetzt mal cleversten? Ich wollte ja eigentlich noch einen Traktor mit einem Ballenwagen holen, ne? Das stimmt. Das mache ich jetzt auch, aber wie mache ich das selber clever? Ich habe ja jetzt den Traktor hier mit dem Wender. Das ist unsers, beides. Mhm. Wenn ich das zum Hof fahre, dann müsste ich ja wieder laufen zum Shop. Lass Beta 1 stehen und renn runter. Wender zum Hof, mit Traktor zum Shop. Und mit dem Hänger zum... Dann lass ich den kleinen Traktor am Shop erstmal stehen. Mhm. So. Ist auch sonst gerade keiner da in der Gegend, ne? Der mich mitnehmen könnte. Wir müssen das ja mal ausprobieren mit dem Mitnehmen erstmal. Aber noch gar nicht getestet, ne? Nein. Die sind so völlig, völlig stur. Jeder sein eigenes Fahrzeug. Also ich komme am Hof vorbei, aber nicht beim Shop. Aber sonst hätten wir ja nichts zu tun, wenn keiner nicht jeder Fahrzeug hätte. Nee, das soll ja auch jeder ein Fahrzeug haben, aber wir haben es halt noch gar nicht getestet. Ich weiß auch gar nicht, ob der Fasttrack eine extra Sitzposition hat. Ja, du sitzt ja im Fasttrack drin, ne? Ja. Ja, ich glaube, der hat keine extra Sitzposition. Also hier, ne? Wir können ja den Bus wirklich mit draufnehmen, ich werde dann der Busfahrer. Michael, der Busfahrer. Ich glaube freiwillig. Immer ganz viel Geld in der Tasche. Oder wir machen dir ein Auto hier rein, das entsprechende Fahrplätze hat und dann kannst du der Uber-Fahrer sein. Dann machen wir hier noch eine Bit-App, bestellen wir dich dann immer. Das wäre doch mal was. Das kann man schon machen. Also der Axion hier, der hat eine zweite Fahrerposition, also Beifahrerposition. Ja, das, die Standardgeräte haben das haben wir ja von, weil wir das GTX-Skript ja mit drin haben, aber der Fasttrack ist kein Standardfahrzeug. Ich glaube nicht, dass der das mit eingetragen kriegt. So, hier rechts, liebe Zuschauer, das ist unser Hof. Da sind auch einige Ställe drauf positioniert. Ich habe das vorhin auf der Karte nicht gesehen, weil ich das ausgeschaltet hatte. Ich hatte Tierställe ausgeschaltet. Weil ich schon länger keine Tierställe mehr sehen musste in Projekten. So, was haben wir denn hier? Hier ist auch eine Bushaltestelle direkt bei unserem Hof. Eigentlich wäre das optimal, wenn wir da mal einen Bus fahren lassen würden. Mhm. So, hier ist eine Wasserstelle. Ach, guck mal, ein Ententeich. Nee, wird schön. Aber was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Kuhstall. Selber mal eben gucken. Schafstall. Schwein und Huhn. Wir haben hier tatsächlich fast alles, ne? Außer Pferde. Mhm. Oh ja. Mhm. Ach, guck mal hier. Pferd ist auf dem anderen Hof. Ja, Pferde
Ergibt auch nur Sinn, wenn wir diese Trainingsanlage mit reinnehmen. Habe ich ihn drauf gemacht? Weiß ich eigentlich gar nicht. Wollte ich machen. Nichts mitbekommen. Ja, ich auch nicht. So, dann fahre ich jetzt wirklich mit dem Traktor erstmal zum Shop und gehe dann da shoppen. Kann man hier durch das Dorf durchfahren. Aber sag mal, von den Dörfern her, wir hatten ja gesagt, das ist eher so Mitteleuropa angelegt, die Karte. Die ist doch eher US-Style, oder? Also wenn ich mir hier jetzt im Dorf umgucke, das ist doch eher, sind doch eher diese Holzhäuser, die in den USA angelegt sind. Es ist gemischt. Im anderen Dorf ist eher wieder Europa. Okay. Ja, bravo. Das ist eine Sackgasse hier. Och, ey, ist doch nicht wahr, oder? Das ist aber auch wirklich. Da habe ich ein Händchen für. Das ist eine riesig breite Straße, aber die ist wirklich nur, um hier irgendwie drauf zu sehen. Hier kein Ausweg. Also mit dem Mapper muss ich mich nicht nochmal unterhalten. Der geht doch so nicht. Micha, fährst du jetzt eine Runde? Fährst du außen rundherum jetzt? Erstmal ist ja noch hier die Seiten, ne? Okay. Auch nirgendwo hin. Gibt es denn hier in dem Dorf Verkaufsstellen oder ist das wirklich einfach nur angelegt, um ein Dorf zu haben? Wo bist du? Ah, da unten ist nichts. Na, da ist gar nichts drin. Das ist nur das Seerestaurant. Okay. Als Verkaufspunkt. Naja, gut. Da hat sich wohl einer mit Sinn und Verstand ausgedacht. So, ich muss eben gucken. Meine Musik ist schon wieder. Irgendein Song in dieser Playlist ist so leise. So, haben wir uns jetzt geeinigt auf einen Traktor? Deutz oder Fast Track? Also ich wäre für Deutz. Also Mario, ich fahre jetzt die Runde. Kommst du jetzt zu mir? Okay, du fährst in die Richtung, okay. Dann machen wir dann so, Tom. Ich folge dir. Keine Gegenstimmen. Mhm. Mir ist das sowieso geil. Hauptsache die Decoys flackern nicht. Obwohl ist das auf der Karte hier eigentlich? Ich habe die noch nicht flackern sehen hier in dem Fend. Ui. Hat schon jemand flackernde Innenansichten gehabt? Gefixt. Nicht mit dem letzten Patch, das wüsste ich. Das habe ich schon getestet. Also ich habe jetzt mal im Innenraum nichts im Axiom. Aktuell. Die, aber was ich euch sage, die Holzphysik haben die angepasst, da haben die was dran getan. In diesem Pre-Patch. Das habe ich ja schon mitgekriegt. Das hat mir gut gefallen. Und das mit den Holzvollerntern, was sie da angepasst haben, ist grundsätzlich auch gut. Also, freue ich mich schon drauf. Das, viele haben ja gesagt, so Holz-DLC, ist das denn notwendig? Aber ja, ich sage ja. Was ist denn mit euch? Ihr habt das alles im Season Pass, aber hättet ihr das gekauft ohne Season Pass? Ja. Ja, weißt du, interessant ist es auf jeden Fall. Hast du noch nicht angeguckt? Also ich mache schon jetzt, also seit 19 mache ich schon gern Holz irgendwie. Ja. Die, also die haben schon eine ganze Menge dafür gemacht. Diese Seilwinden ist ganz cool. Neue Forsternte, auch die größer sind. Auch die Typhoon quasi in zwei Varianten. Auch, also einmal die Typhoon selber und nochmal eine andere Variante. Auch mit diesen Mehrfachbäumen an. Stecken geht damit drin, verschiedene
Skidder. Allein diese Seilwinde in Konstruktion finde ich schon cool. Also ich muss mal gucken, wie das dann sich anfühlt, wenn man das dann spielt. Aber war schon cool. So, Ballenwagen hatten wir gesagt. Ballentransportwagen. Auch nicht ganz günstig, ne? Auch mal direkt. Nein. So, was hatten wir gesagt? Was schreiben wir auf die Nummernschilder drauf? Ich hab bei mir Hirschhof gemacht. Ja, genau, das passt genau. Spaß. So, ach, können wir auch auswählen. Da. Und der passende Traktor. Tom hat gesagt, Deutz muss es sein. Mal andersrum nehmen, ne? Warum denn nicht? Guck mal hier, nehmen wir den einmal in Dunkel. Habt ihr da Vorlieben? Ne, ne? Nö. Das ist doch gut so aus. Moment. Kennzeichen vorne und hier. Ich wollte schon wieder reinhüpfen über Tabben, ne? Erwischt. Aber wirklich. So der kurze Moment im Augenblick, wahrscheinlich haben die Zuschauer das gerade in meinem Gesicht gesehen, das funktioniert ja nicht. So, Markus, komme ich dann erst noch zu dir hoch oder soll ich hier unten direkt? Kann erst mal zu eins noch fahren, da sind bestimmt noch drei Wagen voll. Drei Wagen noch? Mhm. Ja, dann... Micha, wie weit bist du raufgefahren? Bis zur Ecke oder nur bis zum Bogen? Nur bis zum Bogen, ich mache jetzt oben, aber ich glaube, da ist auch nicht mehr viel, das lohnt sich gar nicht, dann noch irgendwas, aber... Okay. Die Runde hätten wir uns auch sparen können, ne? Mhm, hat mehr ausgeschaut. Wie weit sind wir denn im, in der Mission? Also die 1 ist gleich fertig mit Schwarten und Pressen. Die muss dann nur noch abgeholt werden. Also bei der 1 sind wir bei 56% und bei der 91 bei 18. Ja, die, ich glaube bei 18 geht wahrscheinlich nicht viel weiter, oder? Ja, bis 20. 20, ne? Ja. Fahrt ihr dann mit den Mähern direkt weiter zum 49? So ist der Plan. Ja. Der wird ja Sinn machen. Ja. Und so wie es sich anhört, macht es danach vermutlich am meisten Sinn, wenn wir auch noch einen Ballenwagen kriegen und mit abfahren. Weil wenn ich sehe, was wir hier an Silageballen haben, das wird Mengen. Okay. Ja. So viel? Ja. Ja. Ein paar sind schon. 1, 2, 3, viele. Und, ja, gut. Die Frage ist, ob wir vielleicht ein oder zwei Ballenwagen leihen. Ja, wird ja reichen. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, ja. Nein, wir müssen nicht alle kaufen. Wir haben jetzt zwei Stück, ne? Das sind dann... Obwohl, einer war von der Mission, ne? Genau. Okay, dann haben wir einen, aber einer reicht uns, glaube ich, erstmal für den Hof. Lass uns mal da nicht zu viel, zu üppig planen. Nee. Aber, ja, dann lass uns die anderen zwei erstmal leihen. Den Schwarter brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Den kann ich auf dem Hof abstellen. Ist ja nicht die 49 noch zu sparen? Nein, das ist dann aus Silage. Beide, gut. Ja. Also top, da wir zwei Silage-Missionen noch dahinterher haben. Passt rein. Hat der Michael denn dann gleich noch eine Arbeit? Ja. Denken wir doch die Buslinie schon aus. Oder die Uber. Man könnte pflügen für knappe 80.000.
Boah. Willst du mich loswerden oder was? Nee, ich wollte es bloß mal so in den Raum werfen. Ah, das ja, also gut. Generell kann jemand mit der Ballpresse kommen. Ja, ich komm gleich. In der Ballenpresse haben wir ja noch, genau. Ja, das Flügen können wir uns, glaube ich, aufbewahren für schlechte Zeit. Unsere eigenen Felder irgendwann. Ja. Solange wir noch andere Missionen haben, sollten wir uns da, glaube ich, mal dran halten. Ich würde gerade sagen, Düngen gibt es auch einige. Und die sind wohl angenehmer. Ja, das ist so. Wo soll ich hinkommen? Ah. Einmal quer über die Karte. Das ist ein kleiner Unimog. Rucksack hinten dran. Gib ihm. Und Prüstischen Farming auch noch. Den sehen wir nie wieder. Oh, da ist der Mario. Ist auch eine schöne Kombi, ne? Mit der, die Class Quadrant mit dem Axion. Ja, aber ich brauche noch Heu ein bisschen, damit ich voll wäre. Okay. Ah, da habe ich noch. Hier ist noch so eine ganz dünne Schwart. Also einschalten sollte ich auch. Ich habe jetzt leider auch kein Heu irgendwie in der Tasche. Wir hätten bei uns in der Garage noch ein bisschen was für die Kaninchen. So ein halber Müllsack voll, aber ich weiß nicht, ob die den so einen großen Ballen kriegst du dann nicht von voll. 7% oder 6% brauche ich noch. Aber 6% ist bitter. Ja. Das ist ein Quarterball, den kriegst du so raus, oder? Nee, den angefangen nicht. Ich dachte, wenn der so voll ist, schon. Aber jetzt geht's, könnte sich ausgehen. Ja, Tom, vielleicht hast du schnell nicht Unrecht gehabt, dass mit den PS, selbst mit dem Anhänger, wenn du am Berg Gas geben möchtest, ist es gar nicht verkehrt, wenn du ein paar mehr PS hast. So, die 91 ist gleich auch fertig gemäht. Mhm. Okay, ich bin unterwegs zu 91. Da will jetzt dann nur pressen, wickeln, wegfahren. Also wenn die zweite Presse dann da drauf umgesetzt wird, dann braucht man aber einen zweiten Wickler. Weil da komme ich nicht mehr hinterher. Ja, Micha, dann haben wir doch einen Job. The person you call is temporary, not available. Please call later. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, ich fahr zum Händler und hol mal was, ne? Hol mal einen Ballenwickler. Aber nur gemietet, ne? Ja, das reicht ja. Auf jeden Fall. Einen haben wir ja, sonst treffen wir ja auch immer deinen. Nein, wir haben keinen. Wir haben keinen, der geht auch zum Auftrag. Ah, dann kauf einen, Micha. Dann brauchen wir den nicht mieten. Weil wir werden auf jeden Fall... ich habe mittlerweile so viele Rundballen gemacht. Und wir haben jetzt eine Quaderballenpresse, dann lass uns mal lieber auf Quaderballen gehen. Wir haben ja jetzt auch einen Quaderballen-Anhänger hier. Jetzt vorbeigefahren, ja? Es könnte etwas dauern. Ach so, echt, sind wir voll? Krass. Ich wundere mich, warum der den Ball nicht aufnimmt. Markus, jetzt weiß ich aber, was du meinst. 14 Ballen sind wirklich nicht so viel. Ja. Was ist denn hier passiert? Mario, ich muss dir das erklären. Das sind keine Schienenfahrzeuge. Eine Einschienenbahn. Einschienenbahn, ja. Eine Magnetschwebebahn. So ähnlich, ja. Ich glaube, das Schöne an der Karte ist wirklich, die macht einem das Fahren jetzt nicht unnötig schwer. Ne? Die Sachen sind schon relativ so Norden, Süden, Osten, Westen ganz gut verbunden. Ne? Ja.
Ja, jetzt haben sie aber einen Fluss dazwischen gebaut. Das ist neu? Nö, nee, ich versuche zu 49 zu kommen und fahre jetzt die ganze Zeit am Fluss lang. Ach so, okay. Also, du hast doch also eine natürliche Hürde gefunden, ja? Ja. Der Brückenpanzer wird benötigt. Der Brückenpanzer. Was haben wir denn hier eigentlich? Guck mal hier. Ich bin mal kurz AFK. Hier liegt Rotkohl. Es ist Multifruit drauf. Ja, ist auch schön. Was haben wir denn noch hier drauf? Mohn haben wir gesehen. Mhm. Ach so, du hattest gesagt, wir wollten überlegen, ob wir denn ein Feld kaufen, ein Mondfeld. Mhm. Die 12. 12, da können wir gleich mal gucken. Da komme ich doch bestimmt vorbei, oder? Markus, komme ich an der 12 vorbei? Ja. Kommt sogar an unserem Hof vorbei. Gucken wir nochmal. Ah, das zieht sich schon hier. Hier mal mit dem Traktor unterwegs bin. Wir müssen vielleicht später nochmal gucken, ob wir nicht Missionen näher irgendwie so zentraler finden. Wir haben ja jetzt am ersten Spieleabend schon die ganze Karte einmal gesehen. Oh, auch nicht schlecht am Ende. Ach, guck mal, da unten ist die 12. Da muss ich gar nicht vorbei eigentlich, oder? Doch. Ich habe noch keinen anderen Weg gefunden, also du fährst komplett hinten rum. Oder kannst du da vorne irgendwie durch die Mitte fahren, oder? Also ich fahre jetzt hier rechts hoch. Haben wir denn eine Ahnung, wie die Bodenwerte sind hier auf der Karte? Wegen Precision Farming, wenn wir jetzt irgendwelche Felder kaufen? Ich hab's noch nicht gespielt. Ich hab's mir nicht mal angeschaut. Wobei, erwarteter Ertrag 56%. Und das Ertragspotenzial ist hier 100%. Das ist ja nicht so gut. Ja, weil noch keine Werte drauf sind. Ist dann, also, das ist dann immer 100? Mhm. Okay. Ah ja, okay. Dann auch egal, wo man da ist. Ja, dann für Tom von mir aus kannst du die 12 kaufen. Würdest du das bitte übernehmen? Ich komme so mit meiner Wickelaktion sonst in Stocken. Achso, na gut, dann kaufe ich die 12. Jetzt habe ich das getan. Apropos Wickeln, lieber die Kuhn oder die Andersen? Ich habe jetzt die Kuhn, die geht eigentlich richtig gut. Und wahrscheinlich ist auch die Kuhn die günstigere. Nee, die Kuhn kostet 54, die Andersen Hybrid kostet 34,9. Warte mal, eine davon ist Rundballen, gell? Muss ja, eine kann nur Rundballen. Ja, ja, aber die Hybrid kann eben beides. Genauso ja, genau. Wie die Kuhn kann ja auch beides. Warte mal, guck mal eben den Shop, ja. Gibt ja nur 4 zur Auswahl, das sind immer einmal einzeln Rundballen und die Kuhn und die Andersen Hybrid können... Ja, aber Moment, nee, stopp. Die Andersen Hybrid ist, das ist dieses Schlauchwickler. Ja, wieder da. Das ist nicht ein einzelner... Kuhn, war? So ist es, ja. Ich hab gerade gedacht, was macht er jetzt? Das wäre aber spaßig geworden. Das wäre wirklich witzig geworden. So, also an der 12 müssen wir gar nicht vorbei, sondern wir fahren zu 56 und biegen da ab nach Süden. Da ist das doch, oder? Ja, ich glaube, das ist kürzer. Was jemand den Markus hier hinten macht bei der 12. Aber der Markus hat auch einen viel schnelleren Traktor. Macht da hinten Ortskontrollfahrten. Ach so, sehr gut. Mich hat das eigentlich wirklich witzig geworden. Verdammt. Ah, das hätten wir laufen lassen sollen. Da hätten wir halt einen langen Schlauch gehabt. Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur, du musst die irgendwie mit irgendwas da ranfahren.
Musst du nämlich mit einem Frontlader dann dahin bringen. Ich hätte das schon geschafft. Oder der Pressenfahrer muss immer rückwärts vorsetzen. Ja. Na, weil du so weit nicht nach oben kommst, glaube ich. Ja, doch, das geht. Das habe ich mal ausprobiert, aber so richtig witzig ist das nicht. Jetzt verstehe ich den Wunsch von Markus, den Kögel zu verwenden. Ja, aber dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass ihr nachher nochmal mit den Ballenwagen rankommt. So, wir haben jetzt über 3 Millionen Euro ausgegeben. Wir haben noch keine richtige Sämaschine. Also nur diese kleine. Noch kein Düngerstreuer. Also man kann in Summe wirklich sagen, uns geht das nicht so gut. Ja. Wir machen nur Grassilage-Missionen. Ja, dafür haben wir jetzt ein bisschen was. Ne? Aber es gibt keine Grassilage-Missionen mehr. Ich glaube, wir haben alles gemacht, oder? Mit Gras? Ja. Die drei, die da waren, haben wir angenommen. Ich freue mich aber. Ich muss zugeben, ich freue mich, dass wir das haben. Auf den Niedersachsen haben wir ja, das wird ja geflutet, das Missionsprotokoll mit Grasmissionen. Ja. Da ist mir das schon ganz recht, dass wir hier auch mal was anderes haben. Und wir können die Geräte ja auch ausleihen. Dann nehmen wir halt nochmal zwei Missionen, müssen wir mal gucken. Mann, ich wollte ja hinterherfahren, Mario. Ach so. Oh, guck mal hier, warte mal, hier müssen wir doch irgendwo. Ich glaube, du bist schnell und traust dich nicht überholen. Ich schaffe nur 45. Wo müssen wir denn jetzt hier rüber? Da vorne kommen wir gar nicht rüber, ne? Ist das jetzt hier ein geschlossener Industriebereich hier rechts? Ja, warte mal, hier vorne kommen wir da irgendwo rein. Ja, okay, hast du 90 Grad drin, oder? 120. Ah. Ach, guck mal hier, Reifeisen, da sind die 49 seid ihr erst am Mähen, ne? 49 sind wir gerade am Mähen, ja. Aber wenn du da pressen willst... Nee, ich bin ja mit dem Wickler da. Dann komme ich jetzt zu 91 mit dem Wickler, wa? Markus, wo werden die denn abgekippt? Werden die vor die Halle hier gelegt, wo das Stroh da hinten drin liegt? Warte mal, ich bin auch nicht da. Muss mich aber... Wenn du raufkommst, gerade durch, da ist so ein, sag ich immer, so ein Gitterrost. Ja. Und da musst du sie aufstellen. Auf dem Gitterrost? Mhm. Okay. Soll ich zur 49 kommen mit der Presse? Also ich glaube, es war sinnvoll, glaube ich, nur bei einer 91, oder, Bernie? Ich bin auch Abfahrer, also im Endeffekt ist es egal. Ja, gut. Weil langsam werden es schon ganz schön viel ballen. Okay, dann fahr ich wieder zurück zur 49. Waren da oben sind noch genug bei der 1, Markus, ne? Ja. Dann fahre ich da nochmal hoch. Ja, liebe Zuschauer, aber für euch ist jetzt Feier. Wir fahren wieder ein bisschen, ne, Gras und Silage und ich würde sagen, wir sagen noch Tschüss für heute. Und tschüss. Tschüss. Lasst uns mal einen Kommentar da. Ihr dürft frei eure Ideen schwelgen lassen, kreativ sein. Wenn ihr Ideen für die Karte habt, wo ihr sagt, das muss auf jeden Fall machen, das ist cool bei der Karte oder folgende Produktion würde ich dazu nehmen, gerne. Ne? Macht gerne Vorschläge, gucken wir uns gerne an. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier aus diesem völlig depressiven Finanzloch rauskommen. Ne? Das nennt sich Depression übrigens. Also in beider Hinsicht, wenn es uns nicht so gut geht. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade.